Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Supraland. So, Freunde. Hier waren wir ja beim letzten Mal stehen geblieben und haben festgestellt, dass wir irgendwie da nicht hochkommen. Können wir hier noch irgendwas machen? Hier gibt es allerdings auch noch irgendwo Muscheln zu entdecken. Ich wollte aber mal mit euch heute doch versuchen, Rattleheck zu erledigen. Das hier gucken wir uns mal später nochmal an. Ich muss bloß gerade überlegen. War hier hinten noch irgendwas? Gucken nochmal. Ja, war das mit den Goldadern, ne? Kann das sein? Oh. So. Ach ja, meine Waffe ist ja auch stärker. I remember. Geht jetzt gut ab, aber trotzdem macht er immer noch ganz schön viel Damage. Genau, und ein guter Tipp von Hotte, ob denn vielleicht die Dinger auch magnetisch sind? Nee, Gold ist also nicht magnetisch. Schade. Schade. Okay, machen wir uns auf zu Rattleheck. Muss ich kurz überlegen, wie kamen wir denn am schnellsten dahin? Ah ja, ich weiß es wieder. Indem man den hier abschießt. Bin ich ja mal gespannt. Der direkte Weg hierher war ja eigentlich über diesen Felsen. Aber ich befürchte, da kommen wir jetzt immer noch nicht hin, ne? Ja. Nee. Also müssen wir unten durch das Tor. Ist ja kein Problem. Ja, friss mal so eine Frucht. Und dann latschen wir hier schnell durch. Hoffen wir mal, dass wir den platt kriegen. Und wie ihr seht, links stehen schon 76 Sterne. Und wenn wir die 80 erreicht haben, dann können wir. Oh, ich habe ja noch einen Magneten eingeschalten. Ach, der Idiot schon wieder. Der nervt auch. Bumm. Du Arschloch. Aber das Ding nicht zumachen hier. Wir können ja mal schnell. Wir haben ja jetzt das heilige Schwert. Ja, die blöden Holzgräber in den Arsch machen. Das hier. Zack. Na komm her. Hier hinten war da auch noch. Ah, hier. Dann spawnen hier nicht mehr diese dämlichen Gegner, die mir hier richtig auf den Sack gehen. Ich meine, hier gibt es ja dann immer noch diese Steingräber. Ich weiß nicht, ob es dann noch ein heiligeres Schwert irgendwann gibt. Machen wir hier die ganze Kacke mal kaputt. Ja. Dann gehen die uns hier schon mal nicht mehr auf den Sack. Hier noch eins. Die sind ja gut versteckt, die Dinger. Diese Kiste ist mir immer noch ein Rätsel. Wo ist sie denn? Da oben die. Aber ich schätze mal, da kommen wir dann durch irgendeine Sprungschanze hin später mal. Hier ist auch noch eins. Das Gefühl, es werden immer mehr, je mehr ich kaputt mache. So. Da ist auch noch eins. Befreien wir hier diese ganze Welt mal von diesen Holzgräbern. Da hinten. Bringen ja auch Coins, ne? Ne, das kriegen wir halt noch nicht kaputt. Aber ist okay. Da hinten war auch kein Holzgrab, oder? Nö. Nee. Ah, sehr schön. Gut, lassen wir das erstmal soweit. Haben wir hier ja alle Holzgräber und Arsch gemacht. Ja, wie man da rankommt, ist echt eine gute Frage. Aber trotzdem. Ah, hier ist noch jetzt. Wenn hier noch ein Haufen, gehe ich noch rum, ne? Auch wenn man hier die ganzen Holzgräber kaputt macht. Hier noch eins. Erstmal keins.
So, und hier hinten müsste doch das mit dem Rattlesnack gewesen sein. Okay, machen wir hier auch die ganzen Gräber, wenn wir einmal hier sind. Das ist cool, das gefällt mir, dass wir die jetzt alle kaputt machen können. Kaputt schlagen! So. Also das Gold ist leider nicht magnetisch. Kannst du nochmal probieren? Nee. Das geht nicht. Oh, ich wollte mal gucken. An die Pfeile hier kommen wir nicht irgendwie mit dem Magneten. Theoretisch ist ja das hier magnetisch, ne? Nee, auch nicht. Okay. Hier noch irgendwas Geheimes? Ein Geheimgang? Ach ja. Und in einem meiner Let's Plays habe ich doch gesehen, für mehr Gesundheit in der Anfangswelt, ne? Mische grüne Blumen mit etwas Wasser. Scheiße, das will ich am liebsten doch noch machen, bevor wir zu Rattlesnack gehen. Ich glaube, wenn man an diesen... wenn man an diesen grünen Baum schlägt, fallen da auch grüne Blätter runter. Und dann brauchen wir nur Wasser. Das machen wir noch schnell. Sorry Leute für das Rumgeeire, aber das will ich noch unbedingt, bevor wir zu Rattlesnack gehen. Ja, halte ich mal hier rüber. Sehr schön. Da können wir hier auch gleich die Holzgräber kaputt machen. Ein bisschen aufräumen, ein bisschen Ordnung. Jetzt verstehe ich das Metroid-System, ne? Die Gegner einfach nur umlaufen. In Windeseile. Da ist noch eins. Und dann können die uns mal am Ohr schlecken. Hier ist noch eins. Das ist geil, und die bringen alle Coins. Hier ist noch eins. Machen wir erstmal Ruhe vor den Affen. Zack, ey, wir sind echt stark. Ich glaube, mit Rattlesnack können wir es tatsächlich aufnehmen. Mittlerweile. Was war denn das hier eigentlich nochmal? Waren wir da drin? Ach, ey, Leute. Ah, wartet. Ich muss den so platzieren, dass der dort quasi reinkippt, wenn die Bude aufgeht. Oder noch besser. Ah, das reicht schon. Ist mal auf. Und? Ah. Wartet. Wir kriegen das hin. Jetzt liegt er gut. Aha. Zack, was ist das? Regeneration plus 5, das können wir gut gebrauchen. So, hätten wir das Geheimnis auch gelöst. Wir lösen immer mehr Geheimnisse. Finde ich sauber. Finde ich klasse. Das hier hatten wir ja auch, ne? Beim letzten Mal. Hat ja auch super geklappt. Was war da oben eigentlich nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Hatten wir aber eigentlich alles, ne? Unten der jetzt her. Irgendwo habe ich noch ein Kreuz übersehen. Wo sind sie nämlich auch schon? Guck mal, irgendwo ist ja noch so ein Kreuz, welches ich übersehen habe. Aber die Kreuze stehen an sich nur unten, oder? Sind die auch irgendwo auf einer höheren Ebene? Mal kurz gucken. Ist hier eins? Nö. Ja, das hat man ja. Ich weiß, ihr wollt alle jetzt sehen, wie ich an Rattlesnack scheitere.
Aber ich will hier die ganzen Kreuze kaputt machen. Ja, aber keins weiter. Wo kamen denn jetzt diese Gegner her? Echt, wir haben jetzt hier alle kaputt gemacht. Na gut. Dann kommen wahrscheinlich aus den Steingräbern auch noch eine gewisse Anzahl von Gegnern. Ich würde bloß nochmal hier rüber gucken, ob wir hier hinten wirklich alles haben. Coins nehmen wir mit. Wir können ja bis zu 540 mittlerweile transportieren. Oh. Ach ja, hier war dieser Part. Genau. Muss ich mal gucken, war denn hier noch irgendwas, wo wir nicht weiterkamen? Stimmt, hier oben waren so eine Flammen. Habe ich auch noch nicht probiert, ob wir da vielleicht irgendwie durchkommen könnten. Diese, ne? Na? Aber wir kriegen jetzt das hier kaputt. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach, hinten bei dieser weißen Farbspritze. Alles klar, check. Und wieder was. Maximale Gesundheit plus 5. Ja, super. Es läuft immer besser, Leute. Merkt ihr das? Ich würde trotzdem gerne mal probieren, ob wir durch die Flammen kommen. Oder ob wir instant sterben, ne? Also ob das vielleicht bloß was abzieht. Okay, wir sterben instant. Probieren geht über studieren. Das ist mein Motto. Aber jetzt haben wir 5 Gesundheit mehr. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwann das mal anhalten können oder so. Oder könnten wir da vielleicht mit dem Cube was machen? Nee, ich glaube nicht. So, passt auf. Ist mir nämlich aufgefallen beim Let's Play anschauen. Meines eigenen Let's Plays. Ich guck bloß, ob hier irgendwelche Kreuze sind. 78. Wir brauchen nur noch 2 Punkte, dann kommen wir hier rein. Hier war doch auch irgendwie diese Hütte. War doch auch irgendwie zu. Warum auch immer. Der hier. Für mehr Gesundheit mixe ein paar grüne Blätter mit Wasser in den Entsafter. Yam yam. Und wenn ich hier an den Baum buche, müssten doch eigentlich grüne Blätter da reinfallen. Genau. Und jetzt haben wir ja hier die Schwämme. Den machen wir jetzt hier hinten nass. Ich weiß nicht, ist der jetzt nass genug? Scheint so, wa? So ein Ding saugt sich ja eigentlich von alleine voll. Na? Was ist denn mit dir? Und jetzt hauen wir das hier rein. Theoretisch. Ah. Mal gucken. Zack, haben wir 10 mehr Gesundheit. Errungenschaft freigeschaltet. Here's Drink. Finde ich geil. Dankeschön. So, nochmal gucken. Hier war noch eine Tür, die man halt... Ah, 79. Jetzt fehlen uns nur noch ein Punkt. So ein Ärger. Ah! Aber der hat keinen Punkt gebracht. Schon wieder eine Secret Area. Geiles Ding. Geilo Mado. Was war das hier? Können wir auch nicht rein, ne? Da waren wir ja drin. Das ist alles klar. Und hier, das können wir erst später machen, wenn unser... Wenn das Ding besser funktioniert. Okay. Ach Mist, jetzt fehlt uns tatsächlich nur ein Punkt, um dort in die Hütte reinzukommen. Noch ein goldenes Fass ist übrig. Tja, Leute. Also entweder ist es irgendwie da hinten, wo die Flammen sind, ne? Was ist jetzt... Ah, wo kommt denn die jetzt her?
alle Gräber kaputt gemacht. Dachte ich. Naja, ist ja auch wurscht. Jetzt gehen wir zu Rattlesnake. Haha. Ich fühle mich gut. Es wird immer besser. Wir haben jetzt 113 Gesundheit. Regenerationsrate. Dieser graue Balken oben in der Gesundheitsanzeige ist auch wesentlich höher. Ach, guck mal. Was passiert denn da? Jetzt schwingt das. Winkt es doch eigentlich ganz gut, oder? Nee, das war blöd. Ich glaube, das mit dem Schwingen ist ganz gut. Mensch. Vielleicht kommt man dann dort auf das Ding und dann dort hoch irgendwie an die Kiste. Kann das sein? Habe ich das noch nicht vorher schon ausprobiert? Hm. Das Problem ist ein bisschen... Aktiviere ich denn das dauerhaft? Geht das, wenn ich da dran schieße? Nee. Warte mal. Vielleicht komme ich drauf. Das schwingt ja ewig, ne? Wie es scheint. Oder pendelt sich das irgendwann aus? Ach Quatsch, ich Idiot. Wartet mal, wir kriegen das schon raus. Ich schnall das gleich, wie wir es machen müssen. Hm. Oder auch nicht. Vielleicht... doch, wartet mal. Vielleicht kann man das so machen, dass... dass der Würfel dann irgendwie das hier einreißt. Wir müssen den Würfel quasi da so drauf kriegen. Das war zu knapp. Was machst denn du noch, Beutel? So, jetzt passt auf. Jetzt kommt das Ding runter. Das Ding bumst dran. Nee. Das verstehe ich noch nicht ganz. Vielleicht fällt es uns noch ein. Vielleicht habt ihr einen Tipp. Was war denn eigentlich? Ich drücke mich schon wieder vor Rattlesnake. Komm, wir gehen schnell hin. Da oben muss ich auch nochmal gucken. Beim nächsten Mal. Oder? Ach komm, wir gucken jetzt. Sorry, Leute. Bin mir halt noch nicht sicher, ob wir tatsächlich gut vorbereitet sind. Das Rätsel verstehe ich noch nicht ganz mit dieser Wippe. Vielleicht später. Mach mal lieber Magnet an. Hinten war doch auch noch irgendwas. Ach so, da kamen wir. Ah ja,
I remember, da kamen wir dann hier hin. Da hinten ist die Wasserwaage, ja. Hm. Gut. Haben wir also. Hier waren wir schon. Auf geht's, Rattlesnake. Wenn mich das echt wurmt. Mit dieser Kiste dort. Will das eigentlich noch erledigen? Warum geht diese Bude hier nicht auf? Müssen wir dann auch mal schauen. Ich denn irgendwie komme ich da zufällig rüber? Nee. Hätte ja sein können. Okay. Da kommen wir auch nicht hoch. Naja, gehen wir es mal an. Oder zumindest erstmal dieses Rätsel, was vorher ist. Oder dich Rattlehack, Snack, ich habe immer Snack gesagt, der heißt Hack. Stellst, schau, dass du dich genug vorbereitet hast. Die sagen, dass der große Rattlehack zurück ist. Naja, wir sind ja ein bisschen vorbereitet. Wir können ja erstmal das Rätsel hier lösen. Wenn wir es können. Aha. Wenn ich da runtergehe. Sieht das aus. Stell mal den Würfel hin. Aha. Die Klappe muss ich irgendwie. Das Ding, die Klappe geht offensichtlich nur nach dieser Seite auf. Okay. Mal schauen, wir gucken uns mal ein bisschen um. Was wir hier noch so entdecken. Hier ist kein Geheimgang. Heiliger Blaster! Und jetzt haben wir 80 Punkte. Blaster zerstört Holzgräber. Dein Blaster kann jetzt hölzerne Gräber zerstören. Ja, okay, das konnten wir ja mit dem Schwert auch die ganze Zeit schon machen. Aber ihr wisst, was passiert, ne? Ich werde natürlich jetzt wieder zum Anfang zurückgehen. Ah. Und in die Tür mit den 80 Sternchen reingehen. Bevor ich hier wahnsinnig werde und gegen. Hä? Kommst du hier nicht hoch oder was? Da kommst du hier hoch. Warte mal, hier ist doch noch so. Ist doch irgendein Geheimgang, das hab ich doch gerade gesehen. Ah, okay. Das machen wir nochmal. Ich find's ja geil, dass wir jetzt langsam hier vorankommen. Ich mach hoch, mein Guter. Also Dreifachsprung. Jetzt, so, legen wir mal den Hebel um. Ah, mach das mal nicht. Das Ding ist jetzt dauerhaft an. Was ist, wenn ich...
Ah, dann ist das an. Was haben wir hier noch? Nicht hier, da ist noch eine Kiste drin. Wo komme ich denn da hin? Gute Frage. Unten ist doch theoretisch auch noch irgendwie eine Kiste. So, wartet mal. Also, das Ding geht jetzt immer. Das ist schon mal gut. Ist noch nicht so richtig, was es uns bringt. Ach. Der Hebel geht nur kurz. Wartet mal. Das heißt, ich weiß ja nicht mal, was das Ding dort auslöst. Wie kurz geht denn das? Sehr kurz. Was da? Ne, das wird nicht, ne? Ah, wartet mal, ich habe eine Idee. Nee, das wird nicht. Die Idee ist scheiße. Ich dachte, ich kann vielleicht meinen lila Klotz davor stellen. Aber das Ding muss ich ja damit aktivieren. Kann ich da drauf schießen? Nee, da passiert gar nichts. Stell das mal hier hin. Ich will mal gucken, was diese Plattform da drüben macht. Wo haut mich das Ding hin? Wieder hier hoch. Okay. Was ist denn eigentlich hier noch? Okay, na hier waren wir ja schon. Hä? Wieso schwebt denn der hier so komisch? Und jetzt schauen wir mal, was diese Plattform hier drüben jetzt macht. Ballert. Also wenn ich dort theoretisch einen Cube hinstellen würde, ballert er den vielleicht dahin? Guck mal, das probieren wir mal. Ah, ne. Ne, Leute, da komme ich noch nicht drauf. Ist mir noch zu hoch. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Problem ist, ich nehme gleich wieder eine Folge auf, hintereinander. Das heißt, wenn ihr die Ideen mir reinschreibt, habe ich es wahrscheinlich selber schon gelöst in der nächsten Folge. Aber eines machen wir jetzt noch zusammen. Und zwar zum Anfang zurück. Und diese 80er Tür öffnen. Das hier ist mir auch noch nicht ganz klar mit dieser Wippe. So, zack. Endlich. Endlich können wir diese Tür öffnen. Wer weiß, was da drin ist. Hoffentlich was Geiles. Mach mal auf. Boah, was ist denn das? Spitzhacke. Stampfschaden plus 33%. Das ist krass. Ey, und mit dieser Spitzhacke... denn damit machen? Eine Spitzhacke ist eigentlich gut, um entweder Boden aufzumachen oder Berg. Oder ein Berg. Kann die jetzt... Kann die nur nehmen. Ich kann damit nicht schlagen. Das hat bestimmt auch noch was zu bedeuten.
Wenn ihr da auch noch eine Idee habt, schreibt's in die Kommentare. Mit so einer Spitzhacke kriegt man sowas nicht offen, ne? Nee. Die wird ja nicht umsonst da drinne sein. Was hat das zu bedeuten? Zwacke. Tja. Fällt uns vielleicht noch ein. Okay, Fakt ist, uns fehlt immer noch ein goldenes Fass. An das wir jetzt immer noch nicht gekommen sind. Mit einer Spitzhacke noch tun. Naja, wie gesagt, falls ihr es in die Kommentare schreibt, kann ich aber erst in der übernächsten Folge drauf eingehen. Dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Folge den Rattlesnack holen oder das ein oder andere Rätsel noch lösen. Danke fürs Reinschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.